Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Warte mal, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hasse dieses komische... Ja, genau, das ist doch ein interessanter Zufall. Da hat Produzent Albert Band bei zwei Italo-Western seine Finger im Spiel. Beide erscheinen in der Western Arrabbiata-Edition von Play on Pictures und beide haben... quasi dieselbe Geschichte. Dabei sollten wir vielleicht die Geschichte von Die Trampler mit der Geschichte von Albert Band ein bisschen verknüpfen, der nämlich bereits Ende der 1950er Jahre mit Filmen wie Gangsterbraut oder Faces of Fire und I Bury the Living als Produzent bzw. auch Regisseur gearbeitet hat. Irgendwann einmal dürfte er dann allerdings über die geschriebenen Werke von William Everett Cook, kurz Will Cook, gestolpert sein, der zwar bereits im Alter von nur 42 Jahren im Juli 1964 an einem Herzinfarkt verstorben ist, aber trotzdem bis dahin bereits 50 Kurzgeschichten, Novellen und Romane geschrieben hat. Darunter war beispielsweise die Geschichte von Comanche Captives, die dann von John Ford unter dem Titel Zwei Rippen zusammen verfilmt wurde. Ein weiteres bekanntes Buch von Will Cook trägt den Namen Guns of North Texas. Und das dürfte eine Geschichte sein, die Albert Band ganz besonders angetan hat, denn die wurde dann als Grundlage für Die Trampler verwendet. Grundsätzlich kann man die Geschichte damit zusammenfassen, dass Joseph Cotton einen Patriarchen spielt, der quasi eine Gangsterbande anführt und unter seiner eisernen Führung sogar seine eigenen Söhne zerbrechen. Joseph Cotton hat in seiner gesamten Karriere nur zwei Italo-Western gedreht, darunter beide in Zusammenarbeit mit Albert Band, und in beiden spielt er mehr oder weniger den gleichen Charakter, obwohl die Vorlage von Will Cook und der Screen Credit quasi ausschließlich bei Die Trampler zu finden ist und nicht bei Die Grausamen, was man natürlich auch darauf zurückführen kann, dass die Story von Die Grausamen noch wesentlich mehr Elemente enthält. Dazu verrate ich euch natürlich in meinem Blu-ray-Check zu diesem Film etwas mehr, aber es ist ganz offensichtlich, dass, wenn auch nicht der Film direkt auf der Romanvorlage von Will Cook basiert, dass die Geschichte im Kopf von Albert Band trotzdem immer noch ein bisschen herumrumort hat und demnach in gewisser Weise Verwendung gefunden hat. Dabei hatte sich übrigens bei dem Film Die Trampler den Regieposten geteilt mit Mario Secui, der beispielsweise auch Filme wie Die Cobra oder Sandokan, der Tiger von Malaysia, gedreht hat. Dabei ist nämlich der interessante Punkt, dass Albert Band bei dem Film Die Trampler zwar Regie geführt hat, allerdings nicht als Produzent aufgetreten ist, wohingegen er den Film Die Grausamen lediglich produziert hat und Sergio Corbucci als Regisseur des Films aufgetreten ist. Über die Geschichte, Familiengeschichte quasi, der Bands von Empire bis hin zu Full Moon und eben vereinzelten Produktionen in Italien braucht man, glaube ich, an der Stelle gar nicht mal so viel sagen. Vielleicht das eine kleine Detail, das ich absolut großartig fand im Booklet zu Die Trampler, weil in der IMDb tatsächlich als Geburtsname von Albert Band Alfredi Antonini gelistet wird, was wahrscheinlich ein absoluter Blödsinn ist, weil die Eltern von Albert Band heißen ja bekanntermaßen auch Band mit Nachnamen, also Max Band bzw. Bertha Finkelstein. Da war relativ wenig Platz für einen Antonini. Da handelt es sich wahrscheinlich nur um eine reine Verwechslung, genauso wie damals bei meinem Supermänner gegen Amazonen Review quasi plötzlich ein 120-jähriger italienischer Filmemacher aufgetaucht ist wegen einem Fehler in der IMDb. Und wahrscheinlich in dem Fall einige Leute den Regisseur Albert Band verwechselt haben mit demjenigen, den er bei der Produktion von Die Trampler als italienischer Übersetzer verwendet hat, der vielleicht zufällig mit Vornamen auch Alfredo geheißen hat. Das Drehbuch wurde in dem Fall übrigens mitgeschrieben von Ugo Liberatore, der beispielsweise auch 50 andere Drehbücher geschrieben hat, darunter bei Titeln wie Ich liebe dich, du kleiner Schwede. Der Kausalzusammenhang ist. Insel der verbotenen Liebe, die Mühle der versteinerten Frauen, Rasputin, der Dämon von Petersburg, dann
haben wir eben in den Hauptrollen neben dem bereits erwähnten, also Joseph Cotton natürlich, der vor allem bekannt ist durch seine zahlreichen Zusammenarbeit mit Orson Welles, wie beispielsweise eben bereits im Jahr 1941 bei Citizen Kane oder Der Glanz des Hauses Amberson, der allerdings natürlich bekanntermaßen auch Ende der 1940er Jahre dann eine größere Rolle in dem großartigen Der dritte Mann gespielt hat, ganz zum Schluss dann quasi seine Karriere mit dem Leichenwagen an das Tor zum Himmel führen hat lassen, der allerdings zwischendurch auch bei einigen kreativeren Produktionen mit dabei war, wie dem absolut großartigen U4000, Panik unter dem Ozean von Ishiro Honda, von dem ich übrigens auch wahnsinnig gerne mal eine Blu-ray-Version haben wollen würde. James Mitchum spielt in dem Film mit, einer der Söhne von Robert Mitchum, der allerdings nur in 35 Filmen aufgetreten ist und dabei auch überwiegend in eher kleineren Produktionen wie Im Dschungel ist der Teufel los, California Cops, Freedom Fighters, Söldner für die Freiheit oder Monster aus der Tiefe und Magic Ivory, die Jagd nach dem goldenen Elfenbein, wo er die Rolle des Sugar gespielt hat unter Regie von Tonino Ricci. Wir sehen in dem Film außerdem den Gordon Scott, der damals witzigerweise Mitte und Ende der 50er Jahre als Nachfolger von Lex Barker seine Karriere als Tarzan-Darsteller begonnen hat, der dann natürlich später als Massist, als Remus, als Julius Caesar in Kleopatra, die nackte Königin vom Nil, als Zorro in Zorro und die drei Musketiere aufgetreten ist, dessen IMDb-Filmografie sich allerdings trotzdem auf nur 27 Titel beschränkt, wobei die Trampler bereits der drittletzte ist, obwohl er erst im Jahr 2007 im Alter von 80 Jahren dann verstorben ist. Eines der bekanntesten Gesichter in dem Film Die Trampler gehört definitiv Franco Nero. Damals noch ein relativ unbekannter Schauspieler im Jahr 1965, hatte es tatsächlich genau ein einziges Jahr gedauert, bis ihm dann mit Django, der natürlich absolute Durchbruch gelungen ist, er für lange Jahre der Italo-Western-Superstar war, aber sich trotzdem irgendwie nie auf ein Genre oder eine Art Film beschränken hat wollen und es deswegen bislang auf über 220 Auftritte in Film und Fernsehen gebracht hat und immer noch steht Franco Nero aktiv vor der Kamera. Wir sehen Claudio Gora in dem Film, der beispielsweise auch in über 160 Produktionen mit dabei war, wie in Der unerbittliche Vollstrecker oder auch Edgar Wallace, das Rätsel des silbernen Halbmonds als Raffaele Ferri. Wir sehen Franco Balducci, der neben dem Charakter des Nino in die Gangsterakademie an der Seite von Tomas Milian, auch unter der Regie von Lucio Fulci als Mr. Spirano, Michels Vater, in Don't Torture a Duckling. Quäle niemals ein Kind zum Scherz. Zum Spaß ist okay, zum Scherz ist nicht gut. Außerdem sehen wir Giovanni Ivan Scratulia, der beispielsweise, ich meine nicht nur, dass er in Django eine kleine Nebenrolle als Clanmitglied gespielt hat und auch in Fünf blutige Stricke, aber ich liebe wieder mal den Filmtitel Mit Pistolen fängt man keine Männer. Doch eigentlich schon, also selbst wenn man sie als Geschossgeschoss oder auch als Wurfgeschoss einsetzt, kann man damit tatsächlich den ein oder anderen Gefangenen machen. Aber er hat beispielsweise auch noch in Filmen wie Django und die Bande der Gehängten, die Abenteuer des Kardinal Braun, Django, dein Henker wartet, pronto amigo, ein Colt in der Hand des Teufels und so weiter und so fort gespielt. Außerdem ist Dario Michaelis in dem Film mit dabei, der beispielsweise auch noch in Der Vampir von Notre Dame im Jahr 1957 die Rolle des Pierre Lantin gespielt hat. Wir sehen Edith Peters, die beispielsweise Karthago in Flammen gesteckt hat, das ist nicht nett gewesen damals von ihr 1970, die aber im Jahr 1980 in ihrer vorletzten Rolle als Haushälterin Mami in Der gezähmte Widerspenstige an der Seite von Adriano Celentano vor der Kamera stand. Ganz besonders großartig finde ich Romano Puppo, der nämlich tatsächlich auch weit über 150 Credits hat, wenn man sie zusammenzählt, weil der nämlich nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Stuntman gearbeitet hat. Er war Trash-Vater in The Riffs 2, war
Captain Neil Corey in Roboman, hat allerdings eben auch zum Beispiel einen Zombie gespielt in Das Böse ist wieder da, Living After Death, oder hat in Titeln wie Der Kommando, Ghoulies 2, zwei Vollidioten schlagen zu, Tuareg und so weiter und so fort, Fireflash, The Last Jaws, Der weiße Killer, Das Syndikat des Grauens als rechter Arm von Il Marsigliese, halt immer wieder ganz, ganz klitzekleine Rollen gespielt, aber wahrscheinlich ein Gesicht, das man als prolifischer Gucker von italienischen Beep-Movie-Produktionen sicherlich schon das ein oder andere Mal gesehen hat. Genauso wie Giovanni Gianfrilia, der nämlich noch eine längere Filmografie hat, mit 165 Credits als Stuntman und 132 Credits als Darsteller, hat er übrigens selbst im Jahr 2016 im Alter von über 80 Jahren immer noch Stunts ganz offensichtlich in Zoolander 2 gemacht, hat auch als Stuntman in Serien wie Rom oder Gangs of New York, dem Martin Scorsese-Film gespielt, hat allerdings eben auch in der klassischen Zeit bei Filmen wie The Rift 2, Fireflash, eher stärker als Feuer und Eisen, Thor, der unsiegbare Barbar, das Schlitzohr vom Highway 101, den wir uns hier im Blu-Ray-Check ja auch schon einmal ausführlich angeschaut haben, als Stuntman und teilweise eben Kleinstdarsteller mitgemacht. Die Musik dieses Films stammt jetzt dann von Angelo Francesco Lavagnino, der über 200 Credits als Musikkomponist hat für Titel wie Höllenhunde des Secret Service, Auf der Spur der weißen Götter, Der verlorene Kontinent, Der weiße Sieg, hat allerdings auch bei Dämonen im All beziehungsweise Die Höllenkatze des Kung Fu, und ich habe mich tatsächlich noch kurz verlesen, Orion 3000, Raumschiff Alpha, an der Musik gearbeitet, allerdings eben auch bei Titeln wie Gorgo 1961, halt als Angelo Lavagnino die Musik gemacht, über 200 Arbeiten, das ist ein Wahnsinn. Alvaro Mancori hat als Kameramann eben auch Titel wie Die Herausforderung des Herkules oder Agent 077, Heißes Pflaster, Tanger, also Tanger mit ER, nicht mit A. Es ist jetzt nicht das angezündete Karthago von der anderen Dame. Seine letzten Filme waren dann übrigens auch noch die Herausforderung des Herkules und Agent 07 und die Trampler und dann Weihnachtsmann in Not. Ja, gut, also wenn der jetzt immer noch unterwegs ist, dann ist er definitiv unterwegs. Der Film, der international auch bekannt ist unter dem Titel The Christmas That Almost Wasn't aus dem Jahr 1966. Die Musik wurde dann von Maurizio Lucidi beigesteuert, der beispielsweise Titel wie Der Todesengel, übrigens eine interessante italienische Version von Alfred Hitchcocks Der Fremde im Zug mit unter anderem Thomas Millian in den Hauptrollen komponiert hat, beziehungsweise auch für einen von mir immer wieder ganz gern betitelten Film Kommandounternehmen Radarfalle. Aber dieses ganze Talent kulminiert eben in dem Film Die Trampler aus dem Jahr 1965. Der lief damals 1966 von Interfilm in den deutschen Kinos, hatte damals bereits eine FSK-Freigabe ab 16 Jahren und lief wahrscheinlich sogar in der komplett ungeschnittenen Fassung. So sicher ist das gar nicht zu sagen, denn der Film lief dann in den 2000er Jahren und vielleicht sogar schon früher, da steht aber nichts in der UFDB. Hier und da einmal im Fernsehen, wurde allerdings weder auf Videokassette noch auf DVD jemals veröffentlicht. Das heißt, wir mussten bis zum 19. Dezember 2023 warten, bis PlayOn Pictures diesen Film das allererste Mal auf einem digitalen deutschen Heimkino veröffentlichten. Und da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, sind wir quasi Leute, die den Film genießen können, oder wollen wir auf ihm herumtrampeln? Sind wir die um Gnade winseln, was tatsächlich immer noch ein absolut genialer Alternativtitel für diesen Film ist? Nein, ich muss dazu sagen, dass ich auf der ersten Seite etwas fasziniert war, vor allem eben von den offensichtlichen Parallelen zwischen den Tramplern und den Grausamen, dass zwar unterm Strich die Grausamen immer noch der atmosphärischere und bessere und spannender Film ist, womit mehr Charakteren irgendwie einfach mehr passiert, dass aber auch die Trampler eine unglaublich interessante Western-Familienparabel sind, die nämlich eben ganz besonders den Charakter von Joseph Cotton großartig verkörpert, wo natürlich auch die anderen Nebendarsteller, insbesondere seine Söhne, bis hin eben zu den kleinen Gaststars, muss man fast schon sagen, wie Franco Nero, absolut großartig
besetzt sind und das auf jeden Fall einer der Filme ist, wo ich sage, der ist prädestiniert für die Western Al-Arabiata-Reihe von Play on Pictures, weil er ist ein unterhaltsamer, aber eigentlich fast verschollen geglaubter und vergessener Italo-Western. Und das ist glücklicherweise ein Stück Filmgeschichte, das wir im Jahr 2023 abhaken können. Aber vielleicht schauen wir uns die Veröffentlichung, die uns Play on Pictures hier serviert, dann doch noch etwas genauer an. Dafür hat mir Playon dankenswerterweise ein Rezensionsmuster zur Verfügung gestellt und ich freue mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check einen genauen Blick auf die deutsche High-Definition und sogar Standard-Definition-Premiere von Die Trampler zu werfen. Das Cover-Artwork der gewohnt quadratischen, praktischen und guten Verpackung der Western Al-Arabiata-Reihe von Play on Pictures stammt dieses Mal vom italienischen Locandina-Plakat. Dabei ist interessant, dass die Locandina-Plakate ja grundsätzlich sehr länglich waren, dieses quadratische Cover-Motiv sehr nicht länglich, das allerdings trotzdem die Essenz dieses Plakat-Originals hier perfekt erhalten ist. Das liegt nämlich eben daran, dass sich diese Locandinas auch dadurch ausgezeichnet haben, dass das Motiv eigentlich bereits in einem Rahmen war und ein großer Teil von dem Plakat eigentlich nur einen weißen Hintergrund geboten hat, in diesem Fall mit einem riesig fett geschriebenen Titelschriftzug, einem großen Cast and Crew Block und noch viel anderem Beiwerk, das man hier eben einfach entfernen hat können. Damit finde ich interessant, dass der Kopf des einen Darstellers bereits bei der italienischen Poster-Originalversion aus dem eigentlichen Motiv herausgeschaut und in den weißen Hintergrund hineingeschaut hat, etwas, das Play on Pictures jetzt dann natürlich eben auch hier bei dem Western Al-Arabiata Cover Artwork, wie sie das ja standardmäßig bei den Veröffentlichungen aus der Reihe gemacht haben, auch hier gemacht haben. Dazu hat man natürlich eben wieder das komplette tatsächliche Cover Artwork mit dem partiellen Spotlight überzogen, natürlich auch den Teil, der dann aus dem Motiv herausschaut, beziehungsweise eben dann den Hintergrund nicht einfärbig weiß gestaltet, sondern in diesem Fall eher so diese grünlich-türkise Farbschema verwendet und dabei natürlich die Formen und Muster genauso gewählt, wie das auch bei den anderen Ausgaben der Reihe ist, nur halt eben mit einem anderen farblichen Hintergrund. Dabei ist das Motiv eben mit den drei Charakteren hier absolut 1:1 erhalten geblieben. Auch das Farbschema sieht so aus wie bei den Scans vom Originalposter, die ich gefunden habe. Der einzige Unterschied ist, dass natürlich sehr wohl auch ein größerer Teil des Originalmotivs für dieses quadratische Verpackungsdesign wegfallen musste. Dabei handelt es sich allerdings nur um noch mehr Felsen. Den sehen wir nämlich hier unter dem Filmtitelschriftzug ganz dezent beginnen, wobei davon dann einfach noch mehr zu sehen gewesen wäre. Das heißt, die Essenz des Cover-Artworks, vor allem eben die dargestellten Charaktere, sieht man bei dem auch hier aufbereiteten Motiv absolut perfekt. Dabei finde ich genial, dass man auch den alten, den Titelschriftzug von den alten deutschen Werbematerialien entnommen hat. Das Kinoplakatmotiv hatte da ein bisschen eine andere Schriftart und dass dieses natürlich auch farblich sehr schön an das restliche Design angepasst wurde. Und apropos angepasst, da können wir natürlich gleich einmal einen direkten Vergleich mit anderen Editionen aus dieser Reihe wagen, nur um eben zu sehen, dass man auch dieses Mal eben wieder nur mit einem anderen Farbschema genau das gleiche Design beibehalten hat, das wir eben zum nunmehr siebenten Mal bei dieser Reihe sehen. Dabei gibt es beim Titelschriftzug auf dem Spine auch dieses Mal wieder den partiellen Spotlight, beziehungsweise auch das Backcover-Design, der Schachtel quasi in dem gewohnten Design mit einem Rahmen rund um die Inhaltsangabe und ein paar Informationen zu dem Film. Dann gibt es hier noch ein weiteres Bild aus dem Film, Cast and Crew Angaben, die technischen Details der DVD und Blu-ray, sowie dann die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und dabei finde ich ganz besonders interessant, dass Eugenio Herculani auch zu diesem bei dieser Veröffentlichung wieder federführend für die beiden Features mit dabei war. Band of Trampers ist ein wahnsinnig interessantes Video-Essay mit einer Laufzeit von circa 20 Minuten. Dann kommt Davide Mancori, der Neffe des Produzenten Alvaro Mancori, auch noch circa 16 Minuten lang zu Wort. Und last but not least gibt es auch noch ein drittes Interview-Featurette namens Band of Bands, wo Charles Band, bekanntermaßen der Sohn des Regisseurs Albert Band, zu Wort kommt, der übrigens in diesem Video-Feature spannenderweise eigentlich für meine Ohren perfekt klingendes Italienisch
Italienisch spricht. Dabei bekommt man, finde ich, einen sehr schönen Überblick, nicht nur mit ein paar Informationen über die Produktion von den Trembles direkt, sondern generell auch ein bisschen einen weiteren Blick auf die Funktion des damaligen italienischen Kinos, von Sandalenfilmen über natürlich die klassischen Italo-Western, und hat hier als Genre-Fan auf jeden Fall eine Menge an Wissen verpackt in circa eine Stunde an Videomaterial. Wir können jetzt dann einen Blick ins Innere von dieser Verpackung werfen und finden da natürlich gleich einmal auch dieses Mal wieder oben aufliegend ein Poster. Das ist in diesem Fall besonders spannend, zeigt uns nicht das deutsche Kinoplakatmotiv, zeigt uns auch eben nicht noch einmal das alte italienische, sondern das französische Kinoplakatmotiv. Frankreich ist ja eben auch das Land, in dem Albert Band tatsächlich geboren wurde, weswegen der Film Die Trampler auch als französisch-italienische Koproduktion gilt. Dabei sehen wir, finde ich, auch eine sehr schöne Darstellung, tatsächlich sogar noch etwas mehr explizitere Darstellung als hier auf dem italienischen Originalplakatmotiv. Da kommen vor allem im Hintergrund noch mehr Emotionen zum Tragen. Es ist auch ganz offensichtlich jemand schon auf oder vor diesem Cover, diesem Plakatmotiv verstorben, was den Film, finde ich, aber tatsächlich noch faszinierender erscheinen lässt als das italienische Poster, das allerdings dadurch mit seinen düstereren, dünkleren Farben auch einen gewissen Pull-Effekt hat. Dazu ist, finde ich, auch hier dieser quasi stilisierte Berg aus diesen warmen Signalfarben auch, finde ich, sehr schön ausgefallen, um den Fokus des Betrachters hier genau auf die wichtigen Elemente des Artworks zu lenken. Aber wir können jetzt dann einmal auf das nächste Element blicken. Das ist auch dieses Mal wieder ein Booklet, das von Marco Koch bzw. Lars Johansen geschrieben wurde und wo die zwei Texte sich mit zwei komplett unterschiedlichen Aspekten dieses Films beschäftigen. Dabei finde ich sehr interessant, dass Marco Koch für seine erste Hälfte des Booklets tatsächlich die Geschichte rund um Albert Band und Alberto Antonini, Alfredo Antonini, verwendet hat, um eben aufzuklären oder quasi Indizien zu liefern, ob die beiden jetzt tatsächlich wirklich dieselbe Person sind oder halt eben wahrscheinlich nicht, was aber halt eben mangels wirklich 100% verlässlicher Quellen bei vielen alten italienischen Produktionen ja immer ein kleines bisschen fragwürdiger, in dem Fall finde ich eigentlich schon relativ eindeutig ist. Dazu hat Lars Johansen dann in der zweiten Hälfte vom Booklet einen Text über das Ensemble, wo man natürlich auch sehr viele schöne Hintergrundinformationen über die Darsteller bekommt. Und dabei finde ich übrigens auch noch beim Text über Albert Band in der ersten Hälfte des Booklets eben interessant, dass hier ein bisschen weiter gesponnen wird, eben auch kleine Querverbindungen zu den Full Moon und Empire Zeiten daherkommt, dass man eben hier einen wirklich schönen Blick eben auch bei den Darstellern über ihr Wirken, über ihre Karrieren, über andere Produktionen bekommt, und das wirklich kurz und knackig und absolut lesenswert und flüssig zusammengefasst. Wir können dann noch einmal einen Blick auf die letzte Doppelseite werfen, da bekommen wir eben noch ein paar weitere Plakatmotive aus dem Film und quasi die einzige Möglichkeit, auch das deutsche Poster zu Die Trampler zu sehen, eben mit der alternativen Schrift, aber dasselbe Motiv wie auf dem spanischen Poster. Dabei wechseln wir jetzt dann einmal auf das tatsächliche Digipack, das natürlich auch bei diesem Release wieder so gestaltet wurde, wie man es von der Reihe kennt. Ein ziemlich cooler, actionreicher Still aus dem Film ist hier auf der äußeren Seite des Digipacks eben auch hier mit dieser monotonisierten Farbgebung dargestellt, wohingegen eben die Innenseite und die Discs im selben Farbschema abgehalten sind, wie auch das Äußere der Box. Dabei haben wir wieder zwei Charaktere aus dem Film, jeweils eben eine pro Disc, auf der linken Seite die Blu-ray, auf der rechten Seite die DVD, und das Motiv eben quasi durchgehend von den Discs auf den Bereich unterhalb von den Trays, unterhalb von den Discs, wo eben immer jeweils dasselbe Motiv dann auch noch einmal zu sehen ist. Das ist in meinen Augen wieder einmal eine sehr, sehr schick gestaltete Verpackung mit einer Menge an optisch ansprechenden Designelementen und natürlich eine absolut coole Sache, dass eben bei einer sehr eigenwillig formatierten Reihe wie der Western Arrabbiata Reihe von Play on Pictures, finde ich eben, je mehr Editionen und je mehr Veröffentlichungen da dazu zukommen, desto besser die dann alle im Regal miteinander ausschauen und sich eben optisch gegenseitig unterstützen.
Aber jetzt müssen wir uns noch die Frage stellen, ob meine optischen Helferleins den Film vielleicht auch unterstützen oder ob sie für den Transfer eher so ein kleines aus der Hölle mitgebracht haben. Das alles ist ja tatsächlich bei einer Westernproduktion aus dem Jahr 1965 ein Film, der in weniger als 2 Jahren seinen 60. Geburtstag feiert, ja nicht ganz auszuschließen. Deswegen möchte ich auch in diesem Video natürlich im nächsten Segment von Playzogers Blu-ray Check einen Blick auf die Bildqualität der deutschen High-Definition-Umsetzung von Play on Pictures werfen. Wie üblich habe ich für diesen Teil des Videos einige Screenshots vom deutschen HD-Transfer von Play on Pictures direkt mitgebracht, möchte allerdings wie gewohnt darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 von der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Das Master, das uns Play on Pictures auf der deutschen Blu-ray von Die Trampler serviert, stammt von Studio Kanal, wie eben durch das Logo am Anfang des Films eindeutig zu erkennen ist. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Die Trampler nicht nur ein Film ist, der in Deutschland nach seinem Kinostarttermin weitestgehend untergegangen ist, sondern dass es auch von diesem Film international eigentlich keinerlei hochauflösende Veröffentlichungen wirklich gab. Wir bekommen zwar einzelne DVD-Auflagen, aber wenn mich meine Recherche jetzt nicht täuscht, könnte dies hier tatsächlich die Weltpremiere dieses Films in High Definition sein. Und das ist natürlich etwas, das grundsätzlich dann besonders kritisch ist für einen High Definition Transfer. Aber glücklicherweise, und ich glaube, das habt ihr bei dem aktuellen Standpunkt der Slideshow bereits gesehen, bekommen wir Die Trampler auf der deutschen Blu-ray in wirklich gelungener Bildqualität serviert. Das Einzige, was mir beim Anschauen des Films deutlich aufgefallen ist, das ist die reduzierte Farbpalette. Das kann natürlich eben auch zu einem gewissen Grad an dem damals in Italien bei der Produktion des Films verwendeten Eastman Color Filmmaterial liegen, beziehungsweise auch ein bisschen an dem Alter des hier vorliegenden Ausgangsmaterials. Aber die Farben wirken zwar durchaus sehr natürlich, wenngleich natürlich wie bei Western-Produktionen üblich, ein bisschen in etwas bräunlichen Tönen überbordend gehüllt. Aber man bekommt hier weitestgehend natürliche Farbe, was ganz besonders interessant ist und vor allem bei den Bildern in dünkleren Sequenzen deutlich auffällt, ist, dass wir am Rand von dem Bild, sei es, weil vielleicht das Material an der Stelle ein bisschen beschädigt war oder weil vielleicht irgendwie lichtfälschlich in die Kamera hineingefallen ist, aber eben hier zum linken Bereich einen Helligkeitseinschub im Bild haben, der da ganz offensichtlich nicht hingehört. Aber was mir bei dem Bild ganz besonders positiv aufgefallen ist, das ist die Schärfe, das ist auch die Detailzeichnung, die selbst über größere Betrachtungsflächen für einen 60 Jahre alten Italo-Western eigentlich ein zufriedenstellendes Ergebnis liefert, und das obwohl es sich bei diesem Film um eine eigentlich relativ körnige, grainige, rauschintensive Produktion handelt, die glücklicherweise für diesen High-Definition-Release jetzt nicht mit irgendwelchen überbordenden Digital Noise Reduction Effekten totgefiltert wurde, so dass man hier eigentlich von sehr natürlichem, analogen, organischen Filmlook sprechen kann. Natürlich eben einer, der ein bisschen der Zeit geschuldet ist, aber wie ich finde, eine trotzdem unterm Strich sehr gelungene, zufriedenstellende Präsentation für einen 60 Jahre alten Film. Den Play-On dann tatsächlich auch noch auf der Blu-Ray gut enkodiert hat. Der Film läuft 97 Minuten und belegt satte 29,5 GB. Da hat man schon, selbst beim Anschauen des Bitstreams das Gefühl, dass man da beim Encoding wirklich Wert darauf gelegt hat. Vor allem die Grain-Strukturen, Grain-Intensität auch durch das Encoding nicht zu verfälschen, rauszufiltern, beziehungsweise dadurch dann eben so einen weichen, matschigen Look im Bild zu erzeugen, sondern dass eben der Encoder hier die nötige Kapazität hatte, um das Bild eben auf der Blu-ray zu präsentieren, ohne etwaige störende Kompressionsnebeneffekte. Das ist hier auf jeden Fall sehr gut gelungen. Normalerweise fühle ich mich hier auf meinem YouTube-Kanal immer ein bisschen schlecht, wie ich ein Review zu einem klassischen Italo-Western poste, denn ich bin kein großer Italo-Western-Experte und viele Filme, die viele Leute seit Jahrzehnten schätzen, habe ich trotzdem meistens dann für den Blu-ray-Check das allererste Mal
überhaupt gesehen. Glücklicherweise gibt es auch Filme wie Die Trampler, die außer mir wahrscheinlich die meisten anderen ebenfalls bestenfalls vor 60 Jahren im Kino gesehen haben und dann weitestgehend wieder vergessen haben. Und deswegen finde ich gerade auch diese Releases ganz besonders spannend in der Western Alarabiata-Reihe von Play on Pictures, denn Die Trampler ist eine sehenswerte und gelungene Entdeckung, dass der Film quasi teilweise dieselben Story-Elemente enthält wie auch der Startschuss für die Reihe mit dem Film Die Grausamen, ist ein entweder interessanter Zufall oder vielleicht tatsächlich damals der Gedankenprozess gewesen, als man auf den natürlich wesentlich kultigeren und bekannteren Die Grausamen aufmerksam wurde und sich irgendjemand gedacht hat, warte mal, weißt du, dass es dann noch diesen anderen Joseph Cotton Albert Band Western gibt, der quasi dieselbe, den sollten wir auch bringen. Wer auch immer das war, eine großartige Idee und eine großartige Entdeckung, denn auch wenn Die Trampler jetzt nicht ganz so packend atmosphärisch und spannend ist wie Die Grausamen, war das eine sehr interessante, bleihaltige Familientragödie vor sandigem Untergrund und das Ganze natürlich angereichert mit großartigem Bonusmaterial, überwiegend in Zusammenarbeit mit dem fantastischen Eugenio Ercolani produziert. Das finde ich über die Interviews und Video-Essays eine Menge von der damaligen italienischen Kinokultur eben auch wieder in unsere heutigen Heimkinos bringt. Das ist ein großartiger Release aus einer großartigen Reihe und ich freue mich ehrlich gesagt sehr, dass Play on Pictures bereits angeteasert hat, dass diese Reihe auf mindestens 15 Titel anwachsen soll, obwohl ursprünglich sogar, glaube ich, nur 10 vorgesehen waren. Da bin ich sehr gespannt, was uns das Jahr 2024 bringt, denn ich weiß eines, die Trampler haben diese Reihe definitiv nicht eingestampft, sondern galoppieren mit uns weiter in den Sonnenuntergang am Horizont weiterer cooler Western-Veröffentlichungen. Was für ein Satz, ich könnte mich selber verbrüllen.